Willkommen zurück zu einer weiteren Folge City Driver. Ja, ich habe ja eigentlich im letzten Video gesagt, dass wir erstmal mit diesem Spiel pausieren werden, bis es Fehlerbehebungen gibt, neuen Content vielleicht, irgendwelche Mods, irgendwas in dieser Richtung. Aber ich habe jetzt die Mission nochmal durchgetestet und habe noch eine Mission entdeckt, wo man sagen könnte, ja, das könnte man vielleicht auch nochmal in ein Video packen. Weil wir hatten ja einmal diese Mission, wo wir einen kompletten Umzug machen sollten mit diesem Fahrzeug. Und es war letztendlich nur ein kleiner Schuhkarton, den wir quasi von A nach B transportiert haben. War ein bisschen peinlich, dass wir mit diesem großen Fahrzeug da angerückt sind. Aber es gibt hier noch einen Auftrag, da muss man doch ein bisschen mehr transportieren und deswegen habe ich mir gedacht, ja, das schauen wir uns einfach nochmal gemeinsam an, bis wir dann halt warten, bis es ein Update gibt oder irgendwelche Mods oder neues DLC von mir aus, was weiß ich, Hauptsache irgendwie ein bisschen mehr Beschäftigung hier drin. Wir haben jetzt mal, oder ich habe jetzt mal die Automatik-Variante von dem Fahrzeug ausgewählt, weil mit Schaltung hatten wir schon das Fahrzeug, so haben wir wenigstens mal jetzt einen kleinen Unterschied hier noch drin. Und da müsste der Ladebildschirm auch gleich fertig sein, dass unsere Karre kennt man schon aus der einen Folge, wo wir den riesengroßen, krassen Umzug erledigt haben. Und ja, mit diesem Fahrzeug werden wir jetzt hier den anderen Auftrag annehmen. Und zwar, wir haben hier einen schönen Auftrag, der nennt sich der Reifenwechsler. Ja, Ziel ist es quasi dorthin zu fahren, mit dem Kollegen zu sprechen, der sagt dann, ich habe jetzt schon alle Reifen abgeschraubt, ich bin aber so blöd, ich habe gar keine neuen Reifen. Und deswegen müssen wir dann losfahren und quasi Reifen besorgen. Total die krasse Aufgabe. Wir werden hart überlastet sein. Und ja, mir ist auch mittlerweile aufgefallen, man hat einen Warnblinker. Ja, habe ich ja die ganze Zeit gesagt, es geht nicht. Liegt da dran. Man kann in den Einstellungen, kann man eine Taste für den Warnblinker vergeben. Diese Taste funktioniert aber nicht. Ja. Um den Warnblinker einzuschalten, muss man einfach rechter und linker Blinker in einem kurzen Zeitabstand hintereinander drücken oder einfach gleichzeitig. Funktioniert auf der Tastatur, funktioniert genauso auf dem Lenkrad, wenn man sich da eine Taste für die Blinker belegt hat. Ist ein bisschen fragwürdig, warum das dann in den Einstellungen drin steht, extra eine Taste für Warnblinker, was nicht funktioniert und man einfach doppelt die Blinker antippen muss. Na gut, so ist es halt. So ist es halt. Na gut, oh, wir fahren einfach mal los. Ja, ich habe das... ich habe gerade noch nicht Gaspedal und Bremspedal betätigt und deswegen ist das Auto gerade so losgeschossen, da einfach nicht wundern. Wie gesagt, ich schalte heute nicht in der Folge, wir fahren Automatik. Klingt aber irgendwie nicht so, klingt irgendwie so, als würden wir eher Formel 1 fahren oder so. Boah, was für eine Drehzahl haben wir denn gerade drauf? Das klingt ja wirklich wie als... Boah, wann schaltet die Karre denn? Halleluja! Alles klar. Ich glaube, die Karre hier schaltet erst bei 3.500 Umdrehungen oder 3.000 Umdrehungen. Deswegen heult der Motor ein bisschen mehr auf, als wenn ich mit Schalter hier fahre. Ja, normalerweise ist die Kiste ja ein Diesel. Da schaltet man schon so ab 2.000 Umdrehungen. Ja, sollte man. 2.000, 2.500. Aber das Ding jagt man nicht hoch bis 3.500 Umdrehungen. Naja. Vielleicht ist es ja hier auch ein Benziner, aber ich weiß nicht, ob so ein Sprinter als Benziner verfügbar ist, ob es sowas gibt, keine Ahnung. Also normalerweise haben so, wow, Halleluja, die Kiste kannst du ja noch schlimmer im Automatikmodus fahren als mit Schaltung. Ja, der schaltet erst bei über 3000 Umdrehungen. Das kannst doch niemand antun. Was geht denn da ab? Oh Mann. Oh Mann, haben die dieses DLC-Fahrzeug eigentlich mal Probe gefahren im Automatikmodus? Frage ich mich gerade, aber gut. Naja, wir sind auch gleich schon am Zielort angekommen, beziehungsweise es kann sein, dass wir da noch ein Stück weiterfahren müssen, um zu wenden, damit wir auf die andere Straßenseite rüberkommen. Da müssen wir dann in der Einfahrt reinfahren und dann kriegen wir die Auftragsdetails, die genauen. Ja, dann können wir uns den Text nochmal durchlesen. Ich glaube, es war wirklich so, der Kollege hat irgendwie die Reifen abgeschraubt und hat dann vergessen, die neuen abzuholen vorher. Ist natürlich wirklich nicht helle, muss man sagen. Aber gut, zum Glück gibt es ja uns. Theoretisch könnte man diese Aufgabe, glaube ich, auch mit einem kleineren Auto erledigen. Man braucht dieses DLC-Fahrzeug an sich eigentlich für die Aufgaben nicht. Ja, es sind vier Reifen. Normalerweise vier Reifen kriegst du auch in ein anderes Auto rein. Hier passt ja ein bisschen mehr rein in die Kiste, aber es gibt halt, also mir, ich habe jetzt noch keinen Auftrag gefunden, wo man wirklich mehr in dieses Fahrzeug reinladen kann. Was mich halt dann so ein bisschen wundert ist, wenn man sich so Trailer und Vorschau-Videos anschaut von diesem Spiel, da sieht man ein bisschen mehr. Mir wurde auch berichtet in den YouTube-Kommentaren, dass es halt sowas wie eine Taximission im Trailer gegeben hat, angeblich. Und gibt es im Spiel auch nicht mehr drin.
Ja, genauso wie man in den Trailern und Videos sieht, ja, da gibt es richtige Frachtaufträge, da muss man richtig Kisten schleppen, die Kiste hier ist voll. Gibt es aktuell auch nicht, meines Wissens nach. Also ich habe jetzt keine Mission, ich glaube, ich habe jetzt so gut wie alle mal angespielt und durchgespielt. Gibt's nicht. Ja, auch und diese kleinen Nebenaufgaben, die ständig reinkommen, wie kannst du bitte für mich einkaufen gehen oder es gibt Prozente in der Apotheke, hol mir mal 10 Pack Nasenspray, weil ich abhängig bin oder sowas, ist halt alles das Gleiche. Ja, oder ich hab früher Feierabend, lass uns picknicken gehen. Fährst du auch nur von A nach B, musst nichts besorgen. Ich meine, dieses Einkaufen gehen wäre an sich ja schon cool, wenn man dann wirklich mit irgendwelchen Taschen aus dem Geschäft rauskommen würde und die ins Auto schmeißen würde und vielleicht nach Hause bringen könnte, dass man wirklich so ein Zuhause hier hätte. Oder was weiß ich, ein Möbelgeschäft auf der Map, ja? Man kann hinfahren, kann sich riesenfette Möbelpakete holen, kann man nur mit der Karre hier zum Beispiel transportieren, könnte man ja so machen. Und dann würde man das nach Hause fahren und dann könnte man sich da die Wohnung einrichten. Wäre, finde ich persönlich, auch cool. Ja, würde so ein bisschen mehr Spieltiefe reinbringen. Aber so, man kann halt in die Geschäfte reingehen, Bild wird schwarz, Bild wird wieder hell und man ist fertig mit den Aufgaben. Man kann ja auch ohne Aufgaben in die Werkstatt gehen oder in ein Geschäft, aber wie gesagt, man geht dann da in den blauen Kreis, Bild wird dunkel, Bild wird wieder hell. Glückwunsch, du warst einkaufen. Es fehlt irgendwie ganz viel Content an allen Ecken und Kanten und ist irgendwie nicht so richtig, wow, fertig gedacht. Ich gebe wirklich nur ganz leicht Gas, aber diese Kiste hier möchte einfach nicht perfekt schalten. Erst bei gefühlt 30.000 Umdrehungen vom Motor. Das tut mir wirklich leid für den Motor. So, die sind wieder arg ängstlich gerade. Vor uns haben wir übrigens gerade die Tiefgarage. Boah, die Kiste, die lässt sich aber kacke fahren mit Automatik. Das ist wirklich alles andere als schön. Lasst ihr mich rüberfahren? Ihr ist nämlich ein bisschen kuschelig eng. Ihr lasst mich nicht rüberfahren, ihr seid gemein. Alter! Einen halben Millimeter quasi das Gaspedal reingedrückt und die Kiste will richtig vormarschieren. Jetzt fahren wir gerade bei 2800 Umdrehungen ungefähr. Die Kiste schaltet nicht, jetzt hat sie geschaltet, jetzt sind wir wieder bei 2000 Umdrehungen. Könnte man theoretisch schon wieder in den nächsten Gang springen. Ah, es ist irgendwie nicht gut. Nicht gut. Ich habe gedacht, ich fahre das Ding schon mit manueller Schaltung richtig beschissen, aber ich habe mich geirrt. Automatik ist noch schlimmer. Es ist schön, man lernt immer was dazu. Ja, übrigens sehen wir auch gerade so einen kleinen Blinker-Bug vor uns. Ja, wir sehen die Reflexion von unserem Fahrzeug. Jetzt gerade ist natürlich das Blinkerlicht erloschen. Weil normalerweise, okay, gerade leuchtet es wirklich nicht mehr. Normalerweise leuchtet, okay, jetzt leuchtet es wieder ein bisschen mehr. Leuchtet das komplette Licht vorne dann orange so ein bisschen. Kann irgendeine blöde Reflexion sein oder so, aber erinnert so ein bisschen an den Autobahnpolizeisimulator. So. Bei dem nächsten grünen Lichtchen fahren wir hier rüber, wenden einmal, fahren zurück und dann können wir in die Einfahrt reinfahren von dem Kollegen und dann können wir sogar unseren Warnblinker einschalten, da ich ja jetzt weiß, wie man den anschalten kann. Das ist halt wirklich, wirklich ein Witz, dass in den Einstellungen drin steht, ja, Warnblinker ist aber nicht belegt, kannst du dir belegen, ja. Schön, macht man, funktioniert aber nicht. Dann drückt man aus Versehen, weil ich gestern mit Tastatur kurz diese Mission durchtesten wollte, drückt man aus Versehen beide Blinker an und merkt dann, oh, dann ist ja der Warnblinker offiziell an. Alter. Ich gebe gerade wirklich nur ganz, ganz leicht Gas. Wir fahren gerade mal 40 Sachen jetzt. Boah, ich habe echt ein bisschen Mitleid. Hier müssen wir rein. Wäre ich beinahe dran vorbeigefahren vor lauter Mitleid. Und da sehen wir dann auch schon das Auto von unserem Kollegen stehen. Ohne Reifen, alle vier abgeschraubt und dann gemerkt, huch, ich habe ja gar keinen neuen Reifen hier. Ja, Kollege, was machen wir mit dir? Komm, ich pack gerade mal hier ein, was soll's. So, wir gehen mal. So, parken, sind wir drinne. Hätte ich zwar jetzt nicht ausmachen müssen, aber wenn ich die Mission annehme, geht das Auto eh aus, also ist komplett wurscht. Ja, da steht es gut. Wer zur Hölle tut denn bitte Reifen an sein Auto dranlehnen?
Hä, was ist denn... Was, hä? Hä, wie sehen denn... Wie sieht das denn aus? Der hat ja... Der hat hier gleich die Bremse und alles mit abgenommen. Die hängen nämlich noch in den Felgen drin. Man sieht noch, in den Felgen sind noch die Schrauben drin und da hängt die Bremse auch mit dran und alles. Alles klar, ich achte einfach mal nicht drauf. Gut, ich muss gerade mal ganz kurz pausieren, es geht gleich weiter. So, vom realen Auto wieder zurück ins Spiel. Ich musste gerade noch mal kurz wegfahren, jetzt bin ich wieder zurück. So, der Reifenwechsel wollten wir, glaube ich, gerade annehmen. Genau. Machen wir das doch gerade. Fahre zur Werkstatt, lade die Reifen ein und bringe sie zu deinem Freund. Genau, weil unser Freund hat ja sich die Reifen, Felgen plus Bremsen und so weiter irgendwie abgeschraubt und will jetzt neue Reifen plus Bremsen plus Felgen haben. Und deswegen fahren wir jetzt hier los und machen uns auf den Weg und holen die ganzen Sachen ab. Unerlaubtes Parken kriege ich hier gerade angezeigt. Warum? Nur weil ich so halb vom Parkplatz runterrage. Ja und? Okay. Dann machen wir mal Rückwärtsgang rein, Warnblinker, weil wenn Tommy hier rückwärts fährt mit der Kiste, mit der Steuerung, dann uiuiui, schnallt euch alle an. Haltet euch fest. Haltet euch fest. Nein, natürlich brauchen wir Warnblinker nicht. Kriegen wir schon hin. Und bumm. Nein, natürlich nicht. Okay, so, gucken wir mal. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen einmal gerade hier drüben zu der Werkstatt, glaube ich, hinfahren. Die Werkstatt ohne Sinn und Verstand. Weil... Man kann da hinfahren, Bild wird dunkel, Bild wird wieder hell und Aufgabe normalerweise erledigt. Beziehungsweise hier müssen wir jetzt, bei der Mission müssen wir mal Räder einladen. Boah, Alter, diese Karre lässt sich echt beschissen fahren mit Automatik. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber es ist einfach die Wahrheit. Es ist einfach die Wahrheit. Aber man gibt ganz leicht Gas und der zieht wirklich die Drehzahl bis 3000, über 3000 hoch. Das tut mir echt weh im Herzen. Ja, 3100 hatten wir gerade so ungefähr. Oh, das ist echt, echt nicht schön. Na gut, wir müssen nicht weit fahren. Ich hätte mir echt das Auto mit der Schaltung nehmen sollen. Dann würden mir nicht so die Ohren wegfliegen, als wenn hier die Drehzahl wieder hochhaut. Eieiei. Ich weiß nicht, was hier los ist. Naja. Jetzt haben wir uns gar nicht die Aufgabenbeschreibung durchgelesen, aber wie gesagt, die Aufgabenbeschreibung ist, der Kollege wollte die Reifen wechseln, hat schon sich die Reifen abgeschraubt gehabt und dem ist dann aufgefallen, hoch, ich habe keine neuen Reifen und dann, ja, zack, mussten wir losfahren, hat er uns angerufen, hier, Kollege, hol mir mal bitte die Reifen ab, ich bin ein bisschen dämlich und deswegen müssen wir hier ausrücken mit unserem Fahrzeug. Aber wie gesagt, normalerweise kann man die auch locker in ein etwas kleineres Auto reinstecken, das ist gar kein Thema eigentlich. Aber ich habe mir gedacht, die Automatikvariante von dem Ding sind wir, glaube ich, noch nicht gefahren, deswegen nehmen wir die Kiste hier doch einfach mal. Ich halte gerade mal meinen Blinker an. Ja, wir müssen jetzt einmal links, dann glaube ich ganz lang geradeaus und dann nochmal links abbiegen, dann sind wir bei der Werkstatt, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre und dann können wir die Räder einladen, die bringen wir dann dem Kollegen zurück, der am besten das Auto nicht mehr anfasst, wenn er auch jedes Mal beim Reifenwechsel die Bremsen mit abschraubt und keine Ahnung, nachdem er sie abgeschraubt hat, schraubt er die Bremsen irgendwie wieder an. Alter, quäl die Karre doch nicht so. Ja, wenn man da vielleicht einen Sportmodus hat, dann ist es klar, dass die Drehzahl hochzieht, aber nicht so. Okay, hier kann man angeblich auch geradeaus fahren, dann machen wir das so. Zack, geparkt. Jetzt sind wir als Straßenbahn unterwegs, sehr cool. Ja, wäre halt cool, wenn hier wirklich Straßenbahn unterwegs wäre, aber leider ist es nicht. Leider ist er das nicht. Ah, okay, wir sehen da links die Ampel. Tschüss, Vollgas. Das klingt auch nicht schlimmer von der Drehzahl her, deswegen ist komplett Wurst. Okay, wir müssen gerade mal rechts rüber wechseln. Machen wir gerade mal ganz schnell. Weil links abbiegen wollen wir hier gerade nicht. Da kommen wir eh nicht weiter.
Alter, schalt doch mal einen Gang hoch. Was ist denn los mit dieser Automatikschaltung? Okay, jetzt einmal links, dann sind wir da. Kann sein, dass wir dann wieder ein bisschen weiter vorfahren müssen zum Wenden. Vielleicht haben wir auch so Platz zum Wenden bei der Werkstatt. Müssen wir mal gucken, ob wir da rüberfahren können auf die andere Fahrspur oder ob wir uns da nochmal weiter quälen müssen ums nächste Eck. Wir könnten auch über die Straßenbahngleise fahren. Es wäre möglich. Ich denke mal, die Kiste würde das schaffen. Alter, was macht der für eine Schalterei? Also der Smart, also die erste Smart-Variante mit Schaltung, mit Automatik meine ich. Die hat schon beschissen geschaltet in der Realität, aber das war besser als wie die Karriere schaltet, auf jeden Fall. So, ich glaube, hier links war das jetzt, das Navi hat das Zeichen weggemacht, aber wir müssen hier wenden, alles klar. Gut, dann machen wir das doch auch direkt. Warum nicht? Hab jetzt kein Schild gesehen, wo das verbieten sollte. Genau, da rechts müsste irgendwo die Werkstatt sein. Jawohl, das ist die. Das ist die. Gut, wir fahren einfach mal direkt hier drauf. Wir haben Warnblinker, wir dürfen das. Okay. Wir lassen den Motor gerade einfach mal laufen. Wenn ich aussteigen könnte. Jetzt kann ich's. Sehr gut, ich bin stolz auf mich. Ja, komm, laden wir einfach direkt ein. Das sind die neuen vier Räder, auch mit Bremsen und schon Schrauben drin. Also wunderbar, perfektes Komplettpaket. Laden wir die ganzen Dinger mal ein. Da haben wir wenigstens mal vier Sachen, die wir transportieren. Oh, ich will doch nicht von hier die Tür aufmachen. Mach die wieder zu. Das ist auch noch ein bisschen dämlich. Okay, ja, das Auto ist voll. Oh Mann. Was hat man sich bei diesem Spiel gedacht manchmal? Naja, ich bin ja froh, dass man ja überhaupt... Übrigens, jetzt sieht man gerade diesen Blinker-Bug. Es leuchtet gerade einfach auf. Jetzt erlischt das orange Licht langsam wieder. Jetzt scheint es wieder auf. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es sieht sehr merkwürdig aus. So, okay, wieder drin im Auto. Rückwärtsgang rein. Ich weiß nicht, können wir hier irgendwo wenden? Wahrscheinlich ja. Da ist genug Platz. Wir können ja gerade mal in die Werkstatt reinfahren. Natürlich nicht. Ups, man sollte auch den Gang wechseln. So, kommen wir da jetzt um die Kurve. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber Zusammenstoß verursacht mit was? Moment. Mit was? Mit was? Ich sag da nichts mehr zu. Ja, vielleicht mit Bordstein, okay. Das akzeptiere ich, ist okay. Von mir aus. Aber Zusammenstoß verursacht eben mit nichts, ist natürlich, Respekt, muss man erstmal schaffen. Ich bin mit der Luft kollidiert. Ja, wahrscheinlich irgendwie aufgesetzt. Wahrscheinlich auch auf dem Bordstein oder so beim Runterfahren, aber... Was soll's? Ist doch wurscht. Geht's hier vorwärts irgendwann oder? Ich bin ja Mensch mit starken Nerven eigentlich, aber bei so Fahrsimulationen, wenn es mit den Kreuzungen und den Fußgängern und Grünphasen und die langen Rotphasen irgendwie nicht funktioniert, dann hätte ich manchmal schon Lust, das komplette Spiel einfach direkt zu deinstallieren, muss ich sagen. Weil man kann ja heutzutage nicht mehr die DVD-Box nehmen, wo das Spiel quasi drauf ist und aus dem Fenster schmeißen. Das bringt ja nichts mehr, hat man ja heutzutage nicht mehr. Da muss man es einfach deinstallieren eigentlich. So, jetzt haben wir die nächste Grünphase und es wird tatsächlich losgefahren. Ich bin so glücklich. Ich bin glücklich. Es läuft auch gerade keine Person über die Kreuzung, dass die Autos hier stehen bleiben müssten. Ich meine, in der Realität kann man da nichts machen. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Kannst du nicht abbiegen. Ja, aber hier im Spiel hast du meistens... Alter, schalt doch mal! Mann! Aber hier in so Spielen hast du halt öfters mal einfach
die Autos fahren aus gar keinen Grund nicht weiter und dann hast du diese langen Rotphasen. Wenn du Glück hast, nach 2, 3 Rotphasen fahren sie irgendwann mal weiter. Keule, erst blinkt man, dann biegt man ab. Warum bleibt er da stehen? Ist wohl ein bisschen eng für dich, wa? Für mich nicht. Warum jetzt, wir haben es eben gerade gesehen, beim Schaltvorgang ist die Drehzahl kurz mal auf über 4000 hoch. Bei einem Automatikfahrzeug, beim Schalten. Was ist das für eine Schaltung? Ach ja. Ja, Zielort, warum ist er nicht markiert? Dann mache ich es halt selber. So. Kann ich hier eigentlich... Ich habe doch ein Fensterchen, wo ich nach hinten gucken kann. Nee, ich sehe die Fracht leider nicht. Okay. Aber ich kann so nach hinten gucken. Ich vergesse immer, dass ich da eine Taste für habe. Dass er sich schnell nach hinten dreht. Wofür man das auch immer braucht. Ja, vielleicht für ein... Ja, um toten Winkel zu gucken, wenn man jetzt da rechts abbiegt oder so, könnte das vielleicht ganz praktisch sein. Aber ansonsten... Nach links kann man nicht weit genug gucken. Ich gebe halt wirklich ganz wenig Gas. Das ist dann wenigstens mal eine top aktuelle Folge. Wir haben jetzt Freitag, der 9. Juni, 12.25 Uhr. Ich habe für heute um 15 Uhr noch kein Video. Dafür ist diese Folge geplant. Es wird eng. Es wird eng. Aber normalerweise, dank dem neuen Video-Encoder, müsste der Upload innerhalb ein paar Minuten erledigt sein. Und dann kommt es auf die YouTube-Verarbeitung an und die geht normalerweise bei kleineren Dateien dann auch recht schnell oder viel schneller als bei anderen Dateien. Sollte eigentlich noch klappen. Notfalls kommt dieses Video halt heute ein bisschen später. Ich wollte eigentlich auch dann heute noch ein kleines Spezialvideo von Subway Sim Hamburg raushauen. Ein kleines Zeitraffer-Video kann ich ja schon mal verraten. Und jetzt ist mir aber aufgefallen, dass da ein Fehler drin ist und deswegen muss ich das nochmal anders rendern lassen quasi. Und das wird heute dann wahrscheinlich nichts mehr. Ich hoffe mal, dass ich es bis Sonntag dann hochladen kann. Weil ich kann meinen Computer halt nicht rechnen lassen, also ein Video rechnen lassen, rendern lassen und dann gleichzeitig bei aufnehmen und wenn es geht, dabei noch hochladen. Das funktioniert nicht. Da geht mein Computer doch auch in die Knie. Beziehungsweise es geht schon, aber die Spiele ruckeln dann halt ab und zu. Und das Rendern dauert dann extrem lange. Und das Video hochladen dauert dann auch extrem lange. Weil der Computer sich dann hauptsächlich halt auf das Spiel konzentriert und auf die Aufnahme. Das kommt ja auch noch hinzu. Boah, ist jetzt ernsthaft nur ein Auto über diese Ampel drüber gefahren? Oh Gott. Das ist das, was ich meine. Ich meine, du hast in der Realität, hast du auch so Situationen. Da wird es grün, du kannst nicht wirklich drüber fahren, weil Fußgänger laufen, aber meistens ist es dann so ein Schwung und dann fahren mindestens noch 3, 4, 5, 6 Autos drüber, bis wieder rot wird. Oh Gott, jetzt haben es wenigstens gerade mal 3 Autos drüber geschafft. Vielleicht, wenn wir Glück haben, bei der nächsten Grünphase, dass wir dann hier los können. Dann können wir uns ja in der Zeit ein bisschen Werbung angucken. SWM. München ist, was ihr draus macht. Der Puls unserer Stadt. SWM, MVG, Mnet. Haben die hier wirklich Originalmarken drin stehen? Okay. Cool. Von mir aus. Mnet. Extrem teures Internet. Entschuldigung. Nein, bei uns, könnten wir auch Mnet nehmen, aber im Vergleich zu anderen Anbietern ist es halt doch verdammt teuer. Wobei man halt Mnet Danke sagen muss, weil Mnet hat es bei uns so, ja genau, rote Ampel überfahren, leck mich, die war gelb. Mnet hat bei uns so ein bisschen den Glasfaserausbau angestupst, muss man sagen. Waren einer der ersten, die hier im Main-Kinzig-Kreis und Hessen angefangen haben, Glasfaser zu verlegen.
Nachdem dann Mnet ganz viele Bezirke quasi für sich eingenommen hatte, ups, ich muss hier noch gar nicht abbiegen, ich muss hier geradeaus, haben dann auch die anderen Anbieter mal angefangen auszubauen. Ah, deswegen muss man Mnet schon irgendwie Danke sagen. Ich meine, ich bin nicht bei denen, weil wie gesagt, die sind im Vergleich zu anderen Anbietern noch teurer. Aber die haben halt wenigstens hier mal so eine kleine Zeitwende angestupst. Das ist schon ganz gut. Ich wende hier einfach mal wieder. Ob man es darf oder nicht, ich sehe kein Schild. Da steht wieder jemand auf der Straße und läuft jetzt durch mein Fahrzeug durch. Ja, es ist kein Unfall, wenn ich stehen bleibe. Deswegen einfach, wenn ihr diese Situation habt und ihr wisst, gleich läuft jemand durch mein Fahrzeug durch, einfach stehen bleiben. Das ist genauso, wenn man aus Versehen einen Unfall hatte mit einer Person. Man wird ja dann zurückgesetzt, beziehungsweise Bild wird dunkel, Bild wird wieder hell. Manchmal steht man auch an genau der gleichen Stelle. Einfach aufs Bremspedal gehen und stehen bleiben. Dann läuft die Person dann bei einem durch und dann hat man dieses Problem erledigt. Ist total unrealistisch, aber so ist es halt. Yo, Kollege! Yo, 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 da bin ich mit der Reifenlieferung. Eigentlich können wir uns auch hier vorne gerade mal draufstellen, weil in eine Parklücke passen wir eh nicht rein mit der Kiste. Können wir so einfach direkt ausladen. Aber die Reflexion finde ich schon nice. Ja, wenn man sich jetzt so in der Wand selber da sieht, ist es schon nice. Ist schon nice von Neisigkeit. So. Genau, parken, Motor aus. Ich lasse Warnblinker an. Darf ich aussteigen, bitte? Ich wollte gerade schon sagen, kann ich nicht aussteigen? Es ging eben gerade nicht, aber nachdem ich mich umgeguckt hatte, konnte ich dann doch irgendwie aussteigen. Nochmal Glück gehabt. Hätte auch wieder böse enden können. Ich wollte gerade gucken, ob ich noch irgendwie ein schönes Bild machen kann, aber nö, ich glaube nicht. Kollege, ich habe deine Reifen und deine Bremsen und alles, was dazugehört. So, Nummer 1. Nummer 2. Ehrlich gesagt, mir wäre das persönlich zu peinlich gewesen, da einen Kumpel anzurufen, wenn ich meine Reifen abgeschraubt habe. Und hätte keine anderen. Das zeugt ja dermaßen von Dummheit. Ja, keine Verkehrsregeln missachtet. Eigentlich wüsste ich jetzt nicht, dass ich da bewusst irgendwas nicht beachtet habe, aber egal. Und kein Zusammenstoß. Wir hatten einen Zusammenstoß beim Aufsetzen, glaube ich, mit einem Bordstein. Ja gut, was will man machen? So ist das Spiel halt aktuell. Unerlaubtes Parken, ja, ist doch wurscht. Es ist egal, wo ich mich mit dem Auto hinstelle. Es ist nicht erlaubt. Weil zu groß für die Parklücken. Ob ich jetzt hier so stehe, ist unerlaubt. Es ist komplett egal. Naja, gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu in der Videobeschreibung. Und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Jawohl. Das war jetzt erstmal die letzte Folge vom City Driver. Wir schauen dann nochmal rein, wenn es wieder ein Update gibt, Verbesserungen gibt, DLCs oder irgendwelche Mods, die sich lohnen anzuschauen, weil sonst... Wir haben alles gesehen, wir haben alles erlebt. Mehr gibt's nicht. Macht's gut. Bis denne. Euer Tommy. Tschüss.